Hallo Leute, willkommen mal wieder zu einem Nintendo DS Collection. Hat was gedauert, aber jetzt habe ich wieder 10 Spiele und ich dachte, mach mal wieder ein Collection-Video. Das erste Spiel ist Ace Attorney: Trails of Tribulation. Das ist eine Point-and-Click-Serie, gibt es mehrere Teile von. Man spielt Phoenix Wright und noch eine so eine Frau, gerade den Namen nicht weiß. Ich habe das Spiel noch nicht gespielt. Habe ich mir mal für 9,99 € oder so bei eBay gekauft, neu. Ist noch komplett in Deutsch, glaube ich sogar. Der eine letzte Teil. Ja. Ist auf jeden Fall eine gute Serie, kann ich euch empfehlen. Dann ein Anime-Fußballspiel. Das erste, was hier jemals erschienen ist, Captain Tsubasa New Kick-Off. Ist so ein, ja, Fußball-Strategiespiel. Kann ich jedem empfehlen. Bin da jetzt noch nicht so weit, aber ein Abonnent von mir, der Ratchet, der hat mir hier eine gute Lösung gegeben, wie man über einen S-Rang kriegt, um das Spiel durchzuspielen. Und dann kriegt man, ich weiß nicht, ist das ein Spoiler, wenn ich jetzt sage, was man kriegt, wenn man es durch hat, immer mit einem S-Rang? Mach doch. Kriegt man als Bonuscharakter, wie heißt er nochmal? Roberto. Und man kann es nochmal durchspielen mit Tuhu und so. Ja, empfehle ich, es ist eigentlich ein schönes Spiel. Solltet aber die Anime und so mögen. Dann ein Spiel, das habe ich für ein paar Euros nur gekauft, 6 Euro, soll aber ein Geheimtipp sein. Ist zwar gefloppt von Artlos, ja, ein Rollenspiel. Eternia Odyssey. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Ist halt so ein klassisches Rollenspiel, glaube ich, von der Insicht. Habe ich auch noch nicht gespielt. Soll aber sehr gut sein. Das sagen viele. Trio Van, Tis Cripster, Peter Dorn und Fitos, Peter Dorn, oder wie der heißt. Ja. Könnt ihr euch kaufen. Kostet zum Schnitt 7, 8 Euro nur. Dann Spiel. Das ist ein, ja, ein Strategie-Rollenspiel. Würde ich mal sagen, halt Klassik. Du hast so ein Bildschirm, wo Häuser und so draußen sind, dann so ein Viereck, kannst du dann halt einen gewissen Radius die Figuren bewegen, Bogenschützen, Ritter, halt eben Fire Emblem. Gibt es halt mehrere Teile für Wii, für DS, für GameCube, für Super Nintendo. Habe ich durch, ist ein gutes Spiel, kann ich empfehlen. Nur hier müsst ihr aufpassen, wenn die Charaktere sterben, dann sind die auch für immer tot. Habe ich mit einer Lösung geschafft, dass es keiner stirbt bei mir, es sei denn, man kann es nicht verhindern. Ist ein gutes Spiel, kostet auch im Schnitt 15 Euro. Dann ein Spiel, was ich noch nicht gespielt habe, wurde von SOS, ne, 505 Games vertrieben. Hoshigami ist eine PS1-Umsetzung. Das wollte ich damals immer haben, das ist aber nie hier erschienen. Und ja, die haben das hier auf dem DS rausgebracht. Ich weiß nicht, ob es dasselbe ist oder ob ein zweiter Teil, aber ich glaube, das ist eine Umsetzung. Habe ich noch nicht gespielt, ist aber auch so ein Strategie wie aller Final Fire Emblem. Ich denke, es ist gut, habe ich mir bei eBay für 15 Euro gekauft. Deutsche Bildschirmtexte. Weiß ich nicht, aber hier hinten steht Deutsch drauf. Ingame, ne, ist Englisch. Ne, kann man einstellen, glaube ich, wenn da manuell steht. Kannst du mir mal pumpen. Spielen, ausstellen. Ja. Mal gucken. Dann Kingdom Hearts 358 Two Days. Ja, habe ich noch nicht gespielt. Soll gut sein, nicht so gut wie die anderen Teile. Ärgerlich. Ja, nervt mich auch. Ich weiß auch nicht, das war auch in der Folie so, aber gut. Soll gut sein, aber nicht so gut wie die anderen Teile für PSP oder PS2. Wir werden sehen. Dauert noch, bis ich das spiele. Dann Point and Click mit Action-Einlagen. Habe ich ja schon bei dem Packing gesagt. Ich weiß gar nicht mehr, ob das noch da ist. Ist halt ein klassisches Point and Click, aber hier kann man noch mit den Stylus so, kommen so Schießanlagen. Sieht man das hier? Muss man dann mit, ich glaube, mit R deckt man und mit dem Stift schießt man dann. Da kann man nach Auto fahren und muss halt auch noch so, in so einem Labor halt, ja, Gene entschlüsseln und so. Ich finde es ganz gut. Ich wusste gar nicht, dass es das gab. Damals per Zufall bei eBay gesehen und direkt mitgenommen. Dann Metal Slug 7. Ja, einfach, wer Metal Slug mag, NSK, Playmore, Spiele dieser Reihe, einfach alle kaufen, komplett in Deutsch. Wurde auch für die PSP umgesetzt. Wollte ich mir letztes für 9 Euro kaufen, aber hat dann Amazon nicht mehr geliefert, weil sie es nicht mehr reingekriegt haben. Kann ich dir beide Handhelds empfehlen. Auch wenn das Bildschirm klein ist, macht es trotzdem Spaß. Kostet auch nur noch ein paar Euro, ist 8, 7 Euro neu. Dann ein gutes Rollenspiel, Phantasy Stars 0. Ja, spielt gerade mein Kameramann sehr gerne. Ist leider komplett in Englisch. Aber ist trotzdem sehr gut. Das Intro ist schön. Man kann es auch mit mehreren Mann zusammenspielen. Wir sind gerade überlegen, ob ich es mir nicht nochmal kaufe, weil wir haben 2DS. Dann können wir es zusammenspielen. Mal gucken. Mir wäre es lieber erst, ich das nochmal kaufen würde. Dann könnten wir es auch spielen. Aber naja, er will, dass ich es kaufe. Aber kann man trotzdem empfehlen. Ist gut und ja, ein gutes DS-Spiel. Dann ein schlechtes DS-Spiel. Transformer Animated the Game. Das Was muss da draufsteht? ja, Transformer. Kann's ja nur gut sein. Nee, das ist nicht. Das einzige Gute an dem Spiel ist das Intro. Das ist Transformers. Der Rest ist Kacke. Ich finde auch die Serie eigentlich scheiße. Ja.
Für mich bleibt Transformers, das weiß jeder, Transformers eben die alte Serie. Das waren meine 10 DS-Spiele in Part 3. Guckt euch auch Part 1 und 2 an. Ich werde die, glaube ich, verlinken. Guckt in die Playlist, da ist alles drin. Guckt einfach, ihr findet es. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Kommentiert und bewertet bitte. Auf Wiedersehen.